Moin Leute, hier zurück bei einem neuen Unboxing von mir. Und zwar geht es hier um ein Reparaturset bzw. Dellen-Set fürs Auto. Ja, ich habe ein, das heißt Manelord Dellen Reparatur Ausbeulungswerkzeug, lackierfreies Dent-Puller-Set. Ja, bester Name ever. Gibt es auch direkt als Beschreibung unten verlinkt zu meinem MMO. Ja, also guckt auch in die Beschreibung, Eckdaten sind da auch. Aber wie gesagt, mein Auto hat zwei Beulen hinten am Kofferraum, im Golf 5. Das, wo einer mit dem Fahrrad ging, geballert. Und da sind da zwei Stellen so nebeneinander. Also sozusagen direkt der Griff von der Bremse vom Fahrrad so ungefähr. Dafür soll es auch geeignet sein, weil hier steht nämlich auch, kann Hagelschäden reparieren etc. Ob sich das dann nachher bewahrheitet, wird sich auch zeigen. Ich hoffe, ich kann ein anderes Video noch aufnehmen. Aber das ist jetzt hier erstmal ein reines Unboxing von diesem Manelord Dellen Reparatur Set. Ja, und ja, fangen wir jetzt einfach mal an. Gucken, was drin ist. Das hat übrigens 29,99 gekostet und der Preis immer noch, müssen immer noch aktuell so sein. Wie gesagt, schauen wir einfach mal, was drin ist. Es soll auf jeden Fall ausreichend sein und ja, ich hoffe, dass ich dann damit auch die Dellen rausbekomme. Wenn ich die nicht rausbekomme, schicke ich es natürlich zu Amazon wieder zurück, das Set hier. Und da ist ja Amazon sehr unkompliziert, was Rückgaben angeht, finde ich zumindest. Aber wie gesagt, da müssen wir dann mal gucken, ob es das wird oder nicht. Auch muss ich Zeit dafür haben. Und muss ich natürlich auch ein bisschen einlesen. Anleitung soll drinnen sein, aber ihr müsst halt eben gucken, dass sie das anständig irgendwie hinkriegt. So, das ist schon mal so verpackt. Ein riesiger Sack mehr oder weniger aus Plastik. Okay, so, mal gucken, was hier so drin ist. Hier steht auch, was anderes denn? Reparatur, Hagelschäden entfernen. Okay. Auto direkt 24/7 605, ja gut, die ganzen E-Mail anytime. Okay, so fangen wir eben an. Hier schon mal irgendwie eine Spraydose mit nichts drin. Wofür die dann da ist, wird sich auch zeigen. Wie gesagt, wahrscheinlich brauchen wir noch ein paar Lösungsmittel oder so. Hier sind die Aufsätze zum Verkleben aufs Auto. Ja, die muss ich kurz eben rausholen, alle. So. Und hier die Dinger, die aufgesetzt werden auf die Stelle, die, also wenn hier, das Auto ist und hier ist die Delle, wird das hier so aufgeklebt und dann wird es so rausgezogen. Also das werden wir dann noch sehen. Mal gucken, wie viele das sind hier. Aber das sind ja eher so die größeren. Also die reichen, die sind auf jeden Fall nicht für Hagelschäden geeignet. Die sind nämlich alles die größeren. Aber zumindest verschiedene Ausführungen, auch mit verschiedenen Riffelungen sehe ich gerade. Ja, das sind alles verschiedene. So, hier haben wir die Silikonstäbe, die man erhitzt werden dann durch eine Klebepistole und dann werden ist einmal hier, ich weiß nicht, ob das hier, das sind durch die Kleber für auf die Beule bringen und das vielleicht auch, ja, weiß ich noch nicht genau, wird sie zeigen. Auf jeden Fall sind das diese Kunststläuche, die sind zum Verkleben da. Dann haben wir hier noch zum, ja, was das jetzt eigentlich eher soll, weiß ich gar nicht, aber es ist auch zum, soll auch zum Ausbeulen sein, beziehungsweise ihr könnt dann halt hier eine gewisse, ja, Region vordringen, wo ihr dann hin wollt vom Auto, könnt ihr die so aufhebeln und sowas. Sind so eigentlich Hebelwerkzeuge hier. Ja, Plastikbrecheisen auch geil. Und ja, damit könnt ihr halt sozusagen Sachen aufhebeln und dann mit, weil es halt Plastik ist, wird dadurch halt der Lack nicht beschädigt. Okay, so. Dann haben wir hier das eigentliche, das Hauptwerkzeug, ja. Ja, ist auch gut schwer. Ja, also das kommt halt, hier kommt dann sozusagen, wenn ihr das hier raufgeklebt habt, auf die Stelle beim Auto, mit der Beule, kommt das nachher so rangemacht hier so ran. Ja, vorher ist aber hier der Kleber drauf und dann an die Beule ran und dann macht ihr das hier so hoch. Hier so mit Pumpen. Dafür ist es gedacht. Aber wie gesagt, das müsst ihr selber erstmal alles hinkriegen, aber ihr setzt das auf jeden Fall so auf den Lack auf und dann zieht ihr das da irgendwie so hoch. Und ob es alles toll ist oder nicht. Hier fallen schon die Teile ab. Okay, hier ist schon die erste Schraube. Oh, da fällt noch mehr ab. Auch gut. Ist gar nicht richtig festgezogen. Gut, also da müsst ihr aufpassen. Da fällt das Ding hier schon mal auseinander. Läuft schon mal. Aber hier, wie gesagt, Mutter habe ich noch aufgefangen. Müsst ihr halt eben hier nochmal wieder ein bisschen zurechtschrauben, den Kram. Da fällt das hier einfach mal auseinander. So, kurz mal eben wieder reparieren hier. Ja, wie gesagt, dann müsst ihr aufpassen, wenn ihr es auseinanderfummelt, dass ihr hier die Schrauben nicht verliert. Aber wenn das halt nicht richtig festgezogen ist durch den Transport und der Vibration davon, kann es mal passieren, dass hier einiges auseinanderfällt. Also schön erstmal gucken, dass hier alles fest ist. Und dann läuft das auch.
So, natürlich auch, ne, ganz wichtig, die Sache nicht in den Staub fallen lassen oder so oder irgendwo in den Dreck, weil sonst habt ihr nämlich hier kleine Staubpartikel an dem Ding hier dran und dann zerkratzt ihr damit den Lack. Also, jedenfalls aufpassen. Was ich hier gerade mache, ist auch nicht so gut. Immer vorsichtig sein. So, hier haben wir kleine Nupsis, ja, hinten hier sind die großen Nupsis. Jetzt kommen wir noch zu den kleinen Nupsis. Ups. Mein Platz hier auf dem Tisch. So, stell ich das mal kurz nach hinten. So, hier haben wir für die kleinen Dellen, für die Hagelschäden, ja. Die Dinger hier, wie gesagt, die werden aufgeklebt auf den Wagen. Und dann sollte man eigentlich die Beulen rausziehen können. Hoffentlich ist das auch so. Das ist hier die große Frage. Aber wie gesagt, das ist hier der kleinste, den werde ich wahrscheinlich benötigen hier. Ja, für die ganz kleinen Dellen. Kleiner gibt es auch so viel, ich weiß nicht. Wie gesagt, am besten vorher, bevor ihr das macht, auf den Wagen aufklebt, vorher vielleicht noch ein bisschen sauber machen oder mit Wasser abwischen. Nicht, dass da noch Reste dran sind, dann ist das wieder Mist. So. Eine Heißklebepistole ist da nicht dabei, aber die habe ich, müsste ich noch so haben. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Aber wie gesagt, hier ist auch die Anleitung. Ja, hier Klebepistole ist angegeben. Ja, also Gift by sharing your experience. Also wenn ihr halt eine Amazon-Bewertung macht, kriegt ihr noch eine Heißklebepistole umsonst. Also müsst ihr halt die Bewertung machen, dann wird die noch nachgeliefert, so wie ich das jetzt verstanden habe. Das steht da, glaube ich, zumindest. Soweit ich ein bisschen Englisch kann, ein bisschen Englisch kann ich, aber nicht ganz so gut, aber ein bisschen. Und ja, dann müsst ihr halt das hier befolgen und dann kriegt ihr halt die Heißklebepistole umsonst. Aber eigentlich müsst ihr noch eine haben und dann müsst ihr mal gucken. Wie gesagt, ihr braucht aber auf jeden Fall eine Heißklebepistole noch, die hier nicht bei ist. Wie gesagt, außer ihr schreibt die Rezension. Hier natürlich noch mehr. Ja, das ist hier so eine Anleitung, wie ihr dann die Bewertung macht. Aber das Problem ist natürlich, ihr macht eine Bewertung, 5 Sterne theoretisch, aber ihr das Ding auch gar nicht benutzt. Also ist es eigentlich ein bisschen Betrug, sagen wir es mal so. Da haben wir hier noch ein Mikrofasertuch hier, um halt die Stelle am Auto abzurubbeln oder halt auch die Gegenstände, ja, das ist hier auch noch mit bei. Also auf jeden Fall okay. Dann haben wir hier noch die Spachtel und hier die Klebemasse, die halt mit dem Silikonstäuchen auf die Delle aufbringt, abzurubbeln hier wieder. Ja, da sind auch noch zwei. Einmal ein Spachtel, der etwas anders ist als der andere, wollte ich gerade sagen. Nein, aber hier sind zwei verschiedene, einmal zum Abkratzen und einmal hier der flache. Ja, ist auch schon okay. Und dann ist die Tüte auch schon leer. Aber hier haben wir noch die Anleitung. Hier ist alles schön beschrieben. Ja. Lustigerweise ist hier vorne gleich auch das Maximum-Paket beschrieben mit der Pumpe. Ich kann nur kurz einen zeigen. So ist das Maximum-Paket hier. Ja, so sieht es aus. Aber wie gesagt, die Installation ist auf jeden Fall beschrieben. Ja. Ist auf jeden Fall drinne hier. Wie gesagt, das ist hier alles beschrieben, was ihr machen müsst. Aber es ist halt alles auf Englisch, aber hier sieht man zum Beispiel, wie man das macht. Hier bringt man halt also hier die Klebepistole, hier ist die Beule. Da müsst ihr halt eben auf die kleinen Beulen hier das aufbringen, aufkleben. Und ja, sonst müsst ihr halt bei YouTube nochmal googeln. Ja, ich hoffe ja selber, dass ich das Video nochmal erstellen kann. Ja, das ist halt die Frage. Und ja, schauen wir einfach mal, ob ich das Video hinkriege oder nicht. Ist aber alles auf Englisch beschrieben, aber sollte trotzdem kein Problem sein. Ist ja mit Bildern alles, ne? Das ist ja halt hier die Hauptsache, dass die Bilder sind. Also, kann ich kurz mal zeigen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig zu zeigen, weil das hier dieses Papier glänzt ein bisschen. Aber hier ist dann die Beule irgendwie. Dann natürlich vorher die Beule säubern. Am besten vielleicht den Wagen vorher nochmal waschen gehen. Dann macht ihr hier das Klebezeug auf diese Pümpel drauf hier. Ja. Hier kommt Klebezeug drauf. Dann macht ihr das blub auf die Delle rauf. Dann habt ihr das, sieht das dann so aus. Ja, dann habt ihr nachher diesen Rausziehmechanismus, beziehungsweise das hier hinten, das Ding. Und dann zieht ihr das halt raus. Aber wie gesagt, sonst müsst ihr halt nochmal gucken und eventuell noch ein paar Videos angucken. Aber auf jeden Fall ist das hier alles beschrieben, aber es ist halt alles auf Englisch. Zudem gibt es natürlich dann noch die Möglichkeit, eine Heißklebepistole und noch anderen Kram umsonst zu kriegen. Aber wie gesagt, da muss man mal gucken. Hier Tipps. Dear customer, Amazon has been encouraging customers to share their shopping experience. Your objectives, opinion, no matter positive or negative. Okay, ist also egal, ob man positiv oder negativ bewertet. Okay, will be an important reference for others. Also, it will be a preferred resource for us, improving the quality of our products and services. Ja, ich kann toll lesen, ich weiß. Aber das muss ich mal angucken. Auf jeden Fall, das ist jetzt hier das ganze Set. Wie gesagt, ihr braucht die Heißklebepistole, sonst wird das nichts. Ja, und müsst ihr ja gucken, dass ihr vielleicht eine habt oder noch dann halt das hier macht, was hier steht. Und das ist jetzt angeboxt. Wie gesagt, 30 Euro. Guckt auch in die Beschreibung, sind extra noch andere Sachen noch drin. Ja, Link auch zu Amazon etc. Ob es gut ist, werde ich gucken und zeigen. Hoffe ich zumindest. Wie gesagt, ich muss selber erstmal checken, wo ich denn das aufnehme, den Dellen und so. Vielleicht klappt es auch gar nicht. So, danke fürs Zusehen, reingehauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!